Wir besuchen eine Esoterikmesse in Bergisch Gladbach. Hier werden etliche vermeintliche Heilmittel angeboten. Mit versteckter Kamera wollen wir herausfinden, welche Versprechungen Krebspatienten gemacht werden. Wir gehen zum ersten Stand. Hier gibt es zahlreiche Produkte. Wir informieren uns bei der Verkäuferin. Haben Sie auch irgendwelche Sachen, die helfen können bei Krebserkrankungen? Ja, ja. Allerdings der Graviola. Auch meine Heimat, das ist unser Ersatz vor Chemotherapie, weil die meisten Menschen können nicht Chemo leisten, Gott sei Dank. Ja. Und dann benutzen die diese Pflanze, diese Baum. Sie erzählt uns, dass sie selbst an Brustkrebs erkrankt war. Ich habe die Chemo abgelehnt, ich habe die Strahlung abgelehnt. Und dann haben wir einfach nur das hier genommen, also Graviola. Ja. Und? 4 Wochen einnehmen. Ja. Das kann bei jeder Krebsart helfen? Also ist egal, welcher Krebs? Ja. Ja. Glauben Sie, dass dann das mehr besser hilft als eine Chemotherapie oder gleich hilft? Oder? Chemotherapie. Man stirbt von Chemo wegen Unterernährung. Ja. Weil der Chemo macht alles kaputt, ne? Ja. Und die Menschen sind unterernährt, ne? Die sind unterernährt und 40% von diesen Krebspatienten sterben wegen Unterernährung. Wir gehen weiter über die Messe. Am nächsten Stand wird uns ein anderes angebliches Krebsheilmittel angeboten. Da kann ich Ihnen schon mal sagen, dass das eine wunderbare Sache ist. Das probieren Sie erstmal? Ja. Es handelt sich um eine fermentierte Pflaume, die mit warmem Wasser getrunken werden soll. Massiv entgiften mit dem Krebs, Darm sanieren, das geht sehr gut mit dieser Frucht, die unterstützt es. Und das kann auch helfen, wenn da schon Metastasen sind tatsächlich. Hilft immer, es ist nie zu spät. Der Mann bietet uns einen Beutel seiner angeblichen Wunderfrucht an, für 59 Euro. Wir lehnen ab und gehen weiter. Am Stand nebenan entdecken wir diesen Flyer. Hier gibt es so eine Baumessenz. Mit den Baumessenzen nach GG steht das gesamte irdisch-kosmische Heilpotenzial der Bäume zur Verfügung. Wir fragen nach. Wir sind ein bisschen unterwegs, weil wir uns gucken wollten, was es für alternative Heilmethoden bei Krebserkrankungen gibt. Und da hatte ich Ihnen bei einer Freundin. Die Baumessenzen sind auf jeden Fall. Also die Rhododendron könnten Sie ihr direkt mitgeben. Diese Baumessenz kann trotzdem helfen bei so einer Erkrankung. Auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen bringt die etwas ins Fließen. Aber wenn der Krebs schon da ist, kann das dann noch helfen oder ist es dann schon zu spät? Es ist noch zu spät. Okay. Habe ich noch von Spontanheilung gehört? Nee. Die vermeintliche Wirkkraft sollen wir direkt vor Ort erfahren. Können nur einen Solarplexus halten, wenn Sie möchten. Dann spüren Sie den, weil die ein Aurafeld haben, sehen Sie. Die sind spitze, wirklich spitze. Die Frau erklärt, dass der Krebspatient für eine optimale Wirkung bei der Einnahme folgenden Satz sprechen soll. Von einer stabilen Basis aus beschreite ich fröhlich mein Leben. Auch am nächsten Stand wird uns ein Mittel für Krebs angepriesen. Dieser Saft für knapp 50 Euro pro Flasche. Er habe angeblich schon mehrere Krebspatienten geheilt. Also da hat die Chemo nichts geholfen, aber das hat geholfen. Ja, ja. Okay. Ja, das nützt ja nicht die Zellen. Die Chemo macht ja die Zellen kaputt. Mhm. Wie soll denn ein Mensch leben, wenn er keine Zellen mehr hat? Auf der Messe werden auch Vorträge von vermeintlichen Heilern angeboten. Einer von ihnen ist dieser Mann, ein angeblich geheilter Krebspatient. Er behauptet, Krebs entstehe durch seelische Konflikte und er habe seine Krankheit eigenständig geheilt. Und als ich meine Schocks gelöst hatte, kam ich in meine Heilung. Also lass dir nicht erzählen, dass es was ganz Schlimmes ist, gegen das du kämpfen musst. Ganz im Gegenteil. Finde die Liebe darin, die es für dich hat. Und dann ist es die richtige Chance. Nach dem Vortrag besuchen wir seinen Stand. Wir fragen nach seiner Meinung zu schulmedizinischen Methoden. Ich will nicht empfehlen, tu es nicht. Da würde ich mich straffen. Ich sag nur, du meinst die Chemo? Ja. Ich sag nur, es gibt definitiv andere Wege, die wirklich was nachhaltig bringen. Und ich kann euch eins sagen, wenn das der Körper ist, es hat mit einem selbst zu tun. Es ist in dir entstanden. Ja. Du kannst es aus dir heilen. Er bietet ein eigenes Therapieprogramm für Krebspatienten an. Nach der Messe schickt er uns einen Anamnesebogen. Kosten für eine erste Diagnose knapp 400 Euro. Nach 5 Stunden verlassen wir die Messe.
Jeder Verkäufer, mit dem wir an diesem Tag über Krebs gesprochen haben, hat uns unseriöse Versprechungen gemacht.